Hi Leute und herzlich willkommen auf Replaying zu einem neuen Let's Retro nach einer unfassbar langen Zeit. Und ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Spiel Speed Busters oder auch Speed Devils genannt, ein ziemlich, ja, skurriles Arcade-Racing-Spiel. Also skurriler als die ohnehin schon bisher gezeigten Spiele hier auf dem Kanal. Es wird nicht besser werden. Und ja, das Spiel erschien 1998 für den PC. Entwickelt und veröffentlicht von Ubisoft und ein Jahr später kam Speedbusters dann auch nochmal für die Sega Dreamcast raus. Ich weiß gar nicht, ob die Konsole überhaupt noch jemand kennt. Die Dreamcast erschien 1999 und wurde, soweit ich weiß, 2001 bereits wieder eingestellt, also eine unfassbare Lebenszeit von 2 Jahren. Und ja, Speedbusters ist auch eins der relativ wenigen Titel, die offiziell für die Dreamcast erschienen. Allerdings muss man sagen, dass bis heute noch Spiele für diese Konsole entwickelt werden im Rahmen von Fanprojekten. Beispielsweise gibt es, glaube ich, das alte Doom für die Dreamcast. Ja, so viel zu dem kleinen Exkurs. Warum ist Speedbusters denn jetzt so ein skurriles Rennspiel? Warum ist das nicht ein stinknormaler Arcade-Racer? Zum einen ist die Story des Spiels schon ziemlich absurd, denn es geht um einen Polizisten, der im Lotto gewonnen hat und illegale Straßenrennen veranstaltet. Und Ziel ist es dabei, so schnell wie möglich durch Radarfallen zu heizen, denn es gilt, je schneller man ist, desto mehr Kohle gibt es. Ja, so viel zur Spieltheorie, dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal als nächstes direkt live ins Gameplay rein. Ja, wir haben hier erstmal, wie viele? Drei verschiedene Modi zur Auswahl, nämlich Arcade, Championship und Network. Also wir können im Arcade-Modus einzelne Strecken befahren. Das geht nach Zeit. Es geht also darum, die Checkpoints in einer bestimmten Zeit ja, abzufahren. Und im Championship-Modus, da ist halt so ein kleiner Wirtschaftsmodus drin. Wir kaufen uns Autos, verdienen Credits, wie schon gesagt, indem wir schnellstmöglich durch die Radarfallen heizen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Network-Modus, der, ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert, ich denke aber schon. Und ja, da können wir halt zusammen über LAN mit einem Kumpel zocken. Übrigens wurde das Spiel für die Dreamcast online im Jahre 2000, also bereits 2 Jahre nach dem ursprünglichen Release, nochmal released. Da gab es dann eine ja, Speedbusters als pure Online-Version. Ich glaube, es hatte sogar so ein paar, wie soll ich sagen, MMO-Elemente drin. Gespielt habe ich es allerdings nie, deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen, aber konzeptionell klingt das ganz interessant vom ersten Eindruck. Vom Umfang her glänzt Speedbusters jetzt nicht unbedingt. Es gibt in Anführungsstrichen nur 11 verschiedene Autos, von denen wir am Anfang auch noch nicht alle freigeschaltet haben und auch nur 5 unterschiedliche Kurse in den Staaten von Amerika. Ja, also das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber ja, Spaß machen tut dieses Spiel trotzdem. Und auch vom Design ist das richtig schön gemacht irgendwie. Sehr schöne Hintergrundmusik im Menü. Ja, ich zeige euch dann einfach mal hier die erste Strecke, California im Karrieremodus. Ich habe dieses Spiel schon selbst eine Ewigkeit nicht mehr gezockt und ja, Spiel erschien 1998. Wenn wir es jetzt beispielsweise mit Nice 2 vergleichen, was wir ja schon behandelt haben im gleichen Format, dann sieht das hier auch tatsächlich nicht schlecht aus. Grafisch also echt schick. Schöne Effekte und ich glaube, es gibt sogar hier eine Cockpit-Ansicht, ja. Die wurde aber erst mit einem Patch nachgeliefert, also in der Originalversion gab es sie auch nicht. Und ja, ihr seht hier schon an den Rändern der Strecken, warum dieses Spiel so skurril ist. Es gibt hier nämlich alle Art von, ja, lustigen Fallen, in Anführungsstrichen. Wie zum Beispiel hier dieser Dinosaurier, der uns hier den Weg versperren möchte.
oder hier so rausspringende Gullideckel. Ja, also das macht das Spiel ja auf jeden Fall ziemlich einzigartig. Die Autos sind dabei nicht bewaffnet oder so, nein. Es gibt einfach in der Spielwelt hier diese Fallen verteilt, die halt ja, am Weiterkommen hindern. Die Fahrphysik ist dabei entsprechend auch äußerst, ja, lustig gestaltet, wie man hier sieht. Das Auto springt hier von den Leitplanken wie ein Gummiball zurück. Ja, wirklich gut ist es nicht, aber irgendwo halt auch wieder passend zum Spiel. Hat sehr arcade-lastig lustig und wir haben hier auch ein Schadensmodell. Das heißt, wir können auch theoretisch während des Rennens, ja, gewackt werden oder andere wacken, aber ja, das funktioniert natürlich jetzt nicht so gut wie in einem Carmageddon zum Beispiel, also ist schon eher ein Rennspiel. Des Weiteren sollte man noch das ziemlich coole Intro-Video von Speedbusters erwähnen. Ja, damals war das ja ziemlich gängig, dass Intro-Videos von Hand gemacht wurden. Also gefilmt wurden mit Schauspielern. Da gibt es einige Beispiele für, wie zum Beispiel das Intro von Need for Speed 3 oder auch diese sehr, sehr coolen Auto-Videos von Need for Speed 2, falls die noch jemand kennt im Showroom. Und ja, so hatte also auch Speedbusters ein handgemachtes Intro-Video und sogar mit einem relativ bekannten Schauspieler, der auch in vielen französischen Filmen vertreten ist. Das Spiel hat sogar eine eigene Seite auf imdb.com mit den drei Schauspielern, die gelistet sind, das sind Polizisten, dem Fahrer und der Frau. Ja, das ist immer ganz interessant zu erfahren, welche Akteure dann da mitgewirkt haben. Und ja, bei Speedbusters ist es tatsächlich jemand, der zumindest in Frankreich relativ bekannt scheint. Und abschließend natürlich die noch immer nicht markenrechtlich geschützte Frage, ist das noch spielenswert? Kann man das heute noch spielen? Und ja, aus meiner Sicht scheitert Speedbusters ein bisschen am mangelnden Umfang. Es gibt eben nicht viele Strecken, nicht viele Fahrzeuge. Das Einzige, womit sich das Spiel halt wirklich absetzt, ist dieses sehr skurrile und individuelle Spieldesign. Die ganzen Strecken mit den lustigen Fallen, was halt auch teilweise Anspielungen auf bekannte Filme sind. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich etwas, wo ich sagen würde, ja, das muss man sich heute unbedingt noch angucken. Auch hier reicht es, denke ich, wenn man sich mal ein paar Gameplay-Videos angesehen hat oder halt das Video hier. Und wer halt Interesse hat, sich das nochmal anzuschauen, der kann das natürlich machen. Das Spiel gibt es nach wie vor auf Amazon beispielsweise zu kaufen. Aber ansonsten, wer es nicht unbedingt so großes Interesse an Retro-Spielen hegt, da gibt es auf jeden Fall andere Titel, die durchaus noch spielenswerter sind. Und ja, damit verabschiede ich mich dann. Dann vielen Dank fürs Schauen und ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen cool. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, mit etwas weniger Wartezeit dieses Mal.